Unfallfreies Fahren ist eine Vision, der man auch bei Lkw und Bussen sowie durch neue technische Entwicklungen immer näher kommen kann. Assistenzsysteme lassen sich dadurch stetig verbessern und erweitern. Neue Funktionen kommen hinzu. Mercedes zeigt auf einem Teil des Berliner Flughafens Schönefeld den momentanen Stand der Technik, speziell bei Nutzfahrzeugen, Bussen und Lkw. Das nun folgende Fahrmanöver eines Gelenkbusses möchte niemand in der Stadt erleben. Doch auch selbst dabei sorgen neue Materialien und Technik dafür, dass der Bus auch in Extremsituationen gut beherrschbar bleibt. In diesem Fall wird das durch ein leichtes und zugleich extrem stabiles Gerippe sowie eine sogenannte Knickwinkelsteuerung erreicht. Sie funktioniert ähnlich wie das elektronische Stabilitätsprogramm ESP. Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Übertragung von Sicherheitstechnik von Pkw in Nutzfahrzeuge ist der Notbremsassistent. In seiner neuesten Form, Active Brake Assist 3, mindert er nicht nur die Folgen eines Aufpralls, er kann das Auffahren sogar komplett verhindern. Gerade bei Reisebussen, wo es um die Sicherheit so vieler Personen auf einmal geht, treibt Daimler die Forschung besonders voran. Das neue Bremssystem funktioniert aber nicht nur bei Reisebussen, sondern auch bei tonnenschweren Lkw. Ein entscheidender Bestandteil der Technik ist der Abstandsregeltempomat, der mithilfe eines Radarsensors die Fahrbahn vor dem Fahrzeug fortlaufend abtastet. Er erkennt langsamere oder gar stehende Fahrzeuge. Gerade auf Autobahnen ist das Fahren eines Lkw in ein Stauende häufige Unfallursache. Experten schätzen, dass sich mit dem Notbremsassistent mehr als die Hälfte aller Auffahrunfälle mit schweren Nutzfahrzeugen vermeiden lassen.